Was sind dann Hamsterprogramme? Auch hier wird das später noch erweitert. Syntaktisch sind Hamsterprogramme immer folgende Konstrukte. Zunächst steht dort void, main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf. Dann kommt eine Anweisungssequenz, die wir gerade kennengelernt haben, und dann eine geschweifte Klammer zu. Dann ist das Programm beendet. Was das hier alles bedeutet, dazu später dann mehr. Wichtig ist für uns in diesem Zusammenhang jetzt nur die Anweisungssequenz. Das andere schreiben Sie einfach erstmal normal hin. Die Semantik eines solchen Hamsterprogramms ist die, beim Aufruf des Programms wird die Anweisungssequenz dieser sogenannten Main-Prozedur ausgeführt.